angerechnet. Aber in einem südfranzösischen Dorf, da ist man angeblich am sichersten vor der Katastrophe. Und da war richtig viel los. Und an den Kultstätten der Maya-Kultur in Zentralamerika erst recht. Nach diesen allen möglichen Weltende-Fantasien ist bisher allerdings nur ein Zyklus im legendären Kalender der Maya zu Ende gegangen. Angst vor dem Weltuntergang haben sie hier nicht. An der Tempelruine von Tikal in Guatemala feiern tausende Menschen das Ende des Maya-Kalenders. Denn für die Nachfahren der Maya ist der Abschluss ihrer Zeitrechnung ein Zeichen der Hoffnung. Wir Menschen müssen uns entscheiden, ob wir so weitermachen wollen wie bisher. Um erfüllt zu leben, müssen wir die Erde respektieren. Die Wälder, die Berge, die Flüsse, Seen, Lagunen und Meere. Wie mit der Zeremonie der letzten Sonne in Guatemala Stadt wird an Dutzenden historischen Städten in Zentralamerika das Ende des Kalenderzyklus gefeiert. Mit Musik und Ritualen. Apokalyptiker rund um den Globus rechneten damit, dass am 21. Dezember die Welt untergeht. In das südfranzösische Dorf Bugarache pilgern Endzeitjünger, die im passenden Outfit auf außerirdische Rettung warten. Wie die allerdings aussehen könnte, darüber gehen die Ansichten augenscheinlich auseinander. Viele Einwohner von Bugarache freuen sich jedenfalls schon jetzt auf die Ruhe nach dem Weltuntergang. So, und nur noch mal kurz als Zusatzinfo. Es gibt im Moment keine Eilmeldungen, die sagen, dass dieser Weltuntergang im Moment irgendwo auf dieser Erde passiert. Ja, und Naturwissenschaftler, die geben uns auch noch ein paar Millionen Jahre Zeit. Wie schön, da können Sie noch oft bei uns zuschauen, das wäre toll. Bis später. Auf Wiedersehen, ja.